Guten Morgen, Leute. So schaue ich oft aus, wenn ich aufwache. Es geht noch schlimmer. Wir frühstücken jetzt. Kommt einfach mal mit in unseren Tag. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Recht guten Appetit. Was wollen wir denn jetzt heute machen? Keine Ahnung. Also so oder so würde ich jetzt am Anfang gerne die Wäsche holen und ein neues Datenvolumen, dass wir mobile Daten haben. Ja. Das dauert jetzt ja immer, bis es freigeschalten ist. Dann gehen wir frühstücken, warten darauf, bis das Datenvolumen freigeschalten ist. Und wenn es rechtzeitig freigeschalten ist, fahren wir zur Kuta Beach Shop Mall. Und wenn es nicht rechtzeitig freigeschalten ist, wenn es nicht rechtzeitig freigeschalten ist, das geht. Machen wir irgendwas hier in U-Boot in der Nähe. Was meinst du? Ist das bei euch auch immer so, wenn man nicht versucht, die Erwachsenen zu erhalten, unterhalten? Hast du was gesagt? Das können wir schon machen, ja. Also, aber du hast den Teil mit der Kuta Beach Walk mal mitbekommen. Mhm. Okay. Frühstücken im Yoga Center. Hätte ich jetzt auch gesagt. Frühstücken im Yoga Center. Im Yoga Center. Wollt ihr das Yoga Center sehen? Nein! Nur Hallo nochmal von dieser Stelle hier zu unserem neuen Video hier auf dem Kanal von Wild und Wundervoll. Hallo, dass du eingeschaltet hast, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns hier in unserer Lieblingslocation in U-Boot. Und zwar ist es das U-Boot Yoga Center. Warum sind wir hier so gerne? Jetzt gar nicht nur wegen dem Essen oder wegen dieser Aussicht hier, die natürlich auch grandios ist. Aber in erster Linie sind wir hier wegen dem kleinen Kinderzimmer. Es gibt drüben, hier hinter mir gibt es einen Raum für Kinder, wo sie wirklich super spielen können, da treffen sich immer die Kinder und spielen zusammen und haben Spaß. Und als Elternteil kannst du dich einfach davor chillen und zuschauen. Das gibt es jetzt nicht so oft in U-Boot, deswegen sind wir hier sehr, sehr gerne, gefühlt jeden Tag. In Wirklichkeit ist es, glaube ich, nur jeder Zweite. Worum soll es heute in dem Video gehen? Wir wollen zu einem Einkaufszentrum fahren. Zum größten Einkaufszentrum auf Bali, weil wir ein paar Sachen einkaufen wollen. Die Nadine braucht einen kleinen Laptop, um unabhängig von mir und unserem Laptop zu arbeiten. Wir können das quasi nicht parallel, weil wir nur einen Laptop da haben. Deswegen wollen wir eventuell einen zweiten besorgen. Mal schauen, ob wir einen finden. Ansonsten soll es da auch einen Spielplatz geben. Die Noah fährt sehr gerne Rolltreppe. Vielleicht finden wir da auch was. Die Fahrt dahin wird anderthalb Stunden ungefähr dauern. Eine Stunde, anderthalb mit dem Roller. Das wird eine kleine Herausforderung, aber ich freue mich schon mega drauf. Kommt einfach mit. Wir zeigen euch, wie unser Tag heute so läuft. Wir sind jetzt endlich angekommen. Die Fahrt hat sehr gute eineinhalb Stunden gedauert und es war schon echt herausfordernd, besonders das lange Sitzen. Ich dachte, dass die Noah hat in meiner Trage gepennt und dass mir das auf den Rücken schlagen würde.
Aber nein, der Po war es. Oh mein Gott, also so irgendwie Po und Anfang der Oberschenkel tat mir richtig, richtig weh irgendwann. Und das fand ich sehr herausfordernd, aber wir haben es gut geschafft. Wir sind mittlerweile da und es ist so richtig typisch amerikanisch. Ja, was wir bisher noch null gesehen hatten hier auf Bali, weil wir irgendwie immer in ganz anderen Orten unterwegs waren und nie so richtig in Touri-Zentren. Wobei in Ubud ja auch viele Touristen sind, aber es ist halt doch noch viel mehr typisch balinesische Kultur und spiritueller und so. Und deswegen schaut das halt entsprechend anders aus. Auf jeden Fall waren wir schon im H&M und ich muss euch auf jeden Fall was zeigen. Und zwar in Kuala Lumpur habe ich mir einen mega geilen Bikini gekauft. Da habe ich auch mal auf Instagram dazu ein Bild gepostet. Füge ich vielleicht ein. Ich hoffe, ich denke dran. Und ich habe aber leider die Bikinihose in Kuala Lumpur vergessen. Und hier gibt es einen H&M. Und jetzt habe ich mir die Hose wieder gekauft. Und die ist halt voll cool. Weil schaut mal, weil die ist halt so retro. High Waist. Mega geil. Ja, das freut mich total. Also es war gerade so ganz zufällig unser erster Stop. Und jetzt haben wir so ein kleines Spieleparadies entdeckt, wo die Noah spielt. Es ist ein bisschen teuer, der Einlass, aber dafür dürfen wir den ganzen Tag rein. Und es gibt kostenlose Getränke, also Kaffee, Cappuccino und hier so perverses, ethisch nicht unbedenkliches Zeug. Ja, aber ja, das Geld holen wir wieder rein. Wir haben jetzt einen kurzen Foodstop eingelegt. Fried Rice, Chap Chai, Chap Kai, Chap Chai, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also eigentlich Gemüse mit Reis. Ja, die Rechnung. Und Tempeh. Mein Tempeh. Und Tempeh gibt es auch. Und wir kriegen noch ein bisschen Obst. Und es kostet alles 195.000. Ja, man kann günstiger essen, man kann aber auch teurer essen. 195.000 sind so, wie viel ist denn das? Ja, so 11, 12 Euro. Ist jetzt für so eine super teure amerikanische Mall vollkommen in Ordnung. Ja, und die nächste Mission, nachdem wir gegessen haben, ist ja, der Nadine noch einen kleinen Laptop zu besorgen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Wie teuer das hier ist, keine Ahnung. Ne, Nadine? Laptop! Mama soll die Schuhe ausziehen? Ja, die Mama soll die Schuhe ausziehen. Der Papa hat nämlich die Schuhe schon aus. Ja dann. Kurzes Update von uns mal, ne? Ja, wir sind jetzt immer noch in Kuta, aber nicht mehr in der Mall, sondern am Strand. Wir haben jetzt rausgefunden, in der größten Mall Balis gibt es keinen Elektronikmarkt oder keinen Laden, wo du irgendwie jetzt was einen Laptop kaufen könntest. Jetzt schauen wir mal, dreh mal hinter. Dieses weiße Gebäude. Hier. Da könnte es was geben, aber da müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt noch schaffen mit der Noah, die ist nämlich auch schon müde. Und wenn es heute nicht klappen sollte mit dem Laptop, dann ist es halt so. Wir versuchen es nochmal, oder? Wir versuchen es, aber eigentlich ist es ganz schön, dass der beste Weg zu dieser Discovery Mall, heißt sie jetzt, wo es Elektronikzeug gibt, ja, dass er über dem Strand ist. Ja, wir wollten sowieso kurz mal beim Strand stoppen. Ja, dann machen wir das.
Hello back! Und willkommen in unserer überraschenderweise neuen Unterkunft für heute. Ja, also wir haben spontan entschieden, nicht nach Hause zu fahren, nach Ubud, sondern hier zu pennen. Ja, weil irgendwie die Angebote waren halt nicht so gut von den Laptops. Und wir sind extra hergefahren, um einen zu kaufen. Und wir wissen, dass es hier viele gute Läden gibt. Und die Zeit ist einfach nur weggegangen. Und wir waren sehr unter Druck und genervt. Und dann haben wir gedacht, hey komm, wir nehmen den Druck raus. Wir sagen, wir pennen hier einfach eine Nacht. Ich gehe morgen mit der Noah in den Pool. Konsti tigert gechillt los. Und er wird sicher was Gutes finden. Dann kaufen wir es. Und während dem Mittagsschlaf fahren wir dann zurück. Und wir freuen uns total. Wir fühlen uns sehr gut mit der Entscheidung. Und deswegen... Schaut es euch an. Füße hoch. Nee. Das ist mein Abendbrot. Was hast du denn? Damit wir die Noah nicht wecken, bestecken wir uns im Badezimmer und essen trockenes Toast mit Erdnussbutter und Erdnüssen und ein paar Pringles im Badezimmer. verrückter Tag. Wir haben leider, als wir den Roller geholt haben, nicht die GoPro dabei gehabt. Es war so mega krass, es waren so viele Leute unterwegs und so viele Roller und so viele Straßen und es war so richtig Touri-mäßig. Also überall Lichter und überall Musik und total kleine Straßen, genauso wie man sich halt so irgendwie Urlaubsort am Meer vorstellt, der dann am Abend so zum Leben erwacht und die ganzen Leute kriechen raus und wollen feiern und trinken und shoppen und es ist laut und es ist total busy. Ja, ich muss zugeben, ich freue mich so ein bisschen jetzt wieder auf mein Dorf, auf Ubud. Aber erstmal der Laptop. Na die. Ja. Willst du nicht haben? Ich hoffe, sie nicht alle Laptop. Also, hier guck mal, das ist das Toast und das ist, sind die Erdnüsse. Ich trage keine Hose. In dieser Hochklasse-Unterkunft. Und es ist kein Mikro dran. Schimpf mich, da kommt sie gleich wieder. Wollt ihr live dabei sein? Ich habe kein Mikro dran. Mikro hat sie dran, das Kabel hat sie nicht dran. Kommst du mal nicht in eine Filmszene? Doch, die Szene kommt in den Film. Ich fühle mich so ein bisschen wie betrunken und beschwipst. Und du? Okay, cut. Super viele Geschäfte und alle haben Laptop und Computer. Insofern, wir sind mega richtig. Ja, ja, ja. Wir sind klein Schnudi da. Ich zeige ihn euch gleich, wenn ihr ihn nicht jetzt gerade schon seht. Da ist er, den nehme ich. Nein, den nehme ich mit nach Hause. Sie meinen natürlich den Laptop. Ja, unsere Zuschauer sind schlau, die wissen das. Also ich drehe mal die Kamera um. Dieser coole Asus gehört jetzt uns und da werden gerade noch die ganzen Programme draufgeladen, also Windows 10 und Office und so, was richtig mega cool ist.
Und wir sind so erleichtert. Also insofern endet jetzt unser Vlog hier einen Tag später als wie geplant. Es ist so kurz vor 12 und wir packen das Baby ein, springen auf unseren Scoopy, das ist unser Roller hier. Genau, und fahren wieder Richtung U-Boot. Und dort treffe ich mich dann um 2 mit den Ladies von unserem ganz neuen Frauenkreis. Und dabei ist es nämlich auch die Lillian von den Scherzingers und die Christina von den Dreidlers. Ja, ich guck mal, dass ich die Kamera mitnehme. Vielleicht seht ihr sie dann auch gleich noch kurz. Willst du noch was sagen, Mausi? Ciao, danke fürs Anschauen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.